Winter Halbtournacht, nämlich zu den Norwegern, die starke Rosso Förderin, präsentiert mit den Norwegern von der Nadja Schmidt, wo sind sie hier? Dazu 1000 Euro Sperr. Der Hengst, der Norwegische Hengst Thorin, er ist sehr beeindruckt, er gehört der Jürgen und der Nadja Schmidt, die ist hier stark. Er wird nach klassischen Grundsätzen vorgeführt, dritter, sprinter, ist absolut verlässlich und der Boden begleitet, egal ob er in der Vierung oder auch in der Länge. Eine Rasse, die sich für jeden Spass an der Arbeit und der Stadt München gelenkt hat, die Gelände und Verteidigung. Wir sehen oft Leute, die geschlagen würden, das sind natürlich nachgefahren. Wunderschöne, schöne Hengste, im Mittelalter sind die Norwegen als Sonderos gezüchtet worden und sie eingeleistet, eingesetzt worden für den Warenverkehr zwischen den italienischen Seehäfen und den jenseits von den nahegelegenen Städten, wie beispielsweise Salzburg und München. Sehr früh in der Rassigen, der Norwegen, eher die Balken, grosse Rolle gespielt. Mit der Gründung von Erzbischöflichen Salzburg im Stürm 1565 hat eigentlich eine Phase angefangen von der Veredelung durch napolitanische und spanische Hengste, die bis ungefähr 1800 auf die Norwegen, auf die spezielle Rasse, Einfluss genommen haben. Noch ein besonderes Merkmal zum Norwegen, der Rasenkopf kombiniert mit geschwungenen Oberlinien, in einer üppigen Länge haben, die Hand, Häufling, mit dieser Rasse sind Rappen oder Morgen. Danke vielmals euch, die Begleiterinnen und natürlich auch Nadja Schmidt, dass sie uns ihren schönen Hengst, den Tori, hier präsentieren. Heute im Stadtverkehr alles Gute. Und jetzt wollen wir doch mal wieder zurück in die Schweiz. Wir haben eine wunderschöne einheimische Pferderasse, den Thank you.